Ah, das Rätsel Jared Leto. Manche kennen ihn als Jordan Catalano aus der 90er-Jahre-Fernsehserie Willkommen im Leben. Andere sind Fans seiner Band 30 Seconds to Mars. Er hat auch die Rolle des Jokers gespielt. Aber das echte Leben war nicht immer einfach für den Star. Jared Leto wurde 1971 in Bossier City geboren, einer kleinen Stadt in der Nähe von Shreveport im Nordwesten Louisianas. Sein Vater Tony Bryant verließ die Familie, was bedeutete, dass Jared einen großen Teil seiner Kindheit ohne Vater verbrachte. Obwohl er nicht oft darüber spricht, machte er 2014 bei einer Pressekonferenz in Kennen eine Ausnahme, als er für Dallas Buyers Club warb. Seine Erinnerungen sind spärlich, denn Jared war noch ein Baby, als sein Vater von der Bildfläche verschwand. Aber der Star machte eine abfällige Bemerkung, als er beschrieb, was seiner Meinung nach die letzten Worte seines Vaters an ihn waren, indem er sagte: Er hat sich nur eine Zigarette angezündet und gesagt, wir sehen uns, Kleiner. Ich ging nur in den Laden, um eine Packung Milch zu holen und kam nie wieder zurück. Jared sollte seinen Vater nie wiedersehen. Als er 8 Jahre alt war, beging sein Vater aus unbekannten Gründen Selbstmord. Jared, sein Bruder Shannon und ihre Mutter Constance zogen vorübergehend bei ihren Eltern ein. Da Jareds Großvater beim Militär diente, zog der zukünftige Star laut Esme während seiner Kindheit an mehrere Orte in den Vereinigten Staaten. Constance heiratete schließlich Carl Leto, der Jared und seinen Bruder adoptierte. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Selbstmordgedanken habt, ruft bitte die Telefonseelsorge unter 0800 3x1 0 3x1 an. Constance war während eines Großteils von Jared Letos Jugend eine alleinerziehende Mutter, die zeitweise auf Foodstamps angewiesen war, um über die Runden zu kommen. Die Bewunderung des Stars für seine Mutter und die Art und Weise, wie sie ihn erzogen hat, wurde in seiner herzlichen Oscar-Annahmerede 2014 deutlich. Er sprach über seine wilde Kindheit, in der er mit seiner Mutter und seinem Bruder in den Wäldern auf Nahrungssuche ging und um die Welt reiste und erklärte, wie ihm diese Erfahrung neue Perspektiven eröffnete. Als Kind hatte ich die Erfahrung der Hippie-Kunstgemeinschaft und es gab keine klare Grenze. Wir haben nicht versucht, sie zu beschneiden und diese Art von Wachstum zu behindern. Die Verbundenheit der Familie Leto kommt in vielen Songs von Jared und Shannon zum Ausdruck, die von ihrer Band 30 Seconds to Mars gespielt werden. Laut Esme endet ein Song, Depois le Début, mit einer Spieluhr, die Tschaikowskis Schwanensee spielt, was eine Ode an ihre Mutter ist, die die Jungs mit eben dieser Spieluhr in den Schlaf wiegte. Er schrieb seiner Mutter auch zu, dass sie ihm geholfen hat, seine Drogensucht zu überwinden. Aber Jared Letos Oscar-Rede war die größte Hommage von allen. Bei der Oscar-Verleihung 2014 sagte er zum Publikum, sie war ein Schulabbrecher und eine alleinerziehende Mutter, aber irgendwie hat sie es geschafft, ein besseres Leben für sich und ihre Kinder zu schaffen. Sie ermutigte ihre Kinder, kreativ zu sein, hart zu arbeiten und etwas Besonderes zu machen. Ich liebe dich, Mama. Danke, dass du mich gelehrt hast, zu träumen. Das war das Stichwort für Millionen von Herzen, die auf der ganzen Welt zu klopfen anfingen. Im Alter von 16 Jahren war Jared ziemlich orientierungslos und dachte eine Zeit lang, dass er ein Drogendealer werden könnte. Als Teenager tauchte er tief in die zwielichtige Schattenseite der Drogenszene ein und versuchte sich in kleinen Diebstählen. Doch schließlich kam er an eine Weggabelung. Er erzählte Big Issue, es gab einen Moment, in dem es um eine Pistole und etwas Kokain ging, der für mich ein Wendepunkt gewesen sein könnte. Ich wusste, dass es nicht gut war. Glücklicherweise gelang es Jared, sein Leben in den Griff zu bekommen. Kurz nach seinem Abschluss an der Kunsthochschule im Alter von 19 Jahren zog er nach Los Angeles, um sich der Regie zu widmen, wo er schnell zur Schauspielerei überging. Mit 22 bekam er seine erste Rolle als Jordan Catalano in Willkommen im Leben und wurde über Nacht zum Teenie-Schwarm. Einem Interview mit The Independent zufolge ist er heute im Wesentlichen heterosexuell und verzichtet auf Alkohol und Drogen. Er erklärte, die Opportunitätskosten sind zu hoch. Manche Drogen sind unglaublich, aber das Risiko steht in keinem Verhältnis zur Belohnung. Ich habe einfach zu viele Beispiele dafür gesehen, was man nicht tun sollte. Jared Leto und sein Bruder Shannon spielen seit 1998 gemeinsam in der umstrittenen Arena-Rockband 30 Seconds to Mars. Jared hatte nie besondere Ambitionen, eine Berühmtheit oder ein Rockstar zu werden. In einem Interview mit dem Rolling Stone erklärte er, dass er Musiker und Schauspieler für etwas Magisches halte. Entweder ist man königlicher Abkunft, oder man wurde hineingeboren, oder es war ein Glücksfall, oder ein Geniestreich. Als Musiker hat Jared selbst Höhen erlebt, wie zum Beispiel den Guinness-Weltrekord für die meisten Live-Shows während eines Albumzyklus, den seine Band 2011 mit 309 Konzerten aufstellte. Allerdings gab es auch Tiefpunkte, wie eine 30-Millionen-Dollar-Klage. Jared erzählte dem Hollywood Reporter, das war kein Kampf gegen eine Plattenfirma, sondern gegen Korruption. Eine Plattenfirma kann eine nützliche Sache sein, aber ein Unternehmen, das Künstler mit diesen verworrenen Verträgen beschäftigt, die sie in einen Zustand der Endschuld belassen? Nur weil man mit etwas davonkommt, heißt das nicht, dass man es tun darf. Jared Leto scheint eine Vorliebe für Rollen zu haben, die riskante physische und psychische Verwandlungen erfordern. Seine erste bemerkenswerte extreme Rolle war die eines Heroin-Junkies in Requiem for a Dream aus dem Jahr 2000. Um der Rolle gerecht zu werden, ging er nicht nur in den Zölibat, sondern beschloss auch, eine Menge Gewicht zu verlieren, um mit Drogenkonsumenten auf den Straßen von New York herumzuhängen. Er erzählte Al Bababa, jede Nacht war ein Abenteuer.
Sei es, dass jemandem die Armvene fehlte und sich die Hand mit Gift füllte, oder dass er eine Überdosis nahm, oder dass man abhing und es hieß, erinnerst du dich an das Mädchen, mit dem wir letzte Nacht abhingen? Nun, sie ist tot. Ich wurde eines Abends ausgeraubt, aber ich habe einfach versucht, ein Teil der Gruppe zu werden. Einem Interview mit Movieline zufolge war Jared am Ende des Films so traumatisiert, dass er sich in ein Kloster flüchtete, wo er sich nur von Fisch und Kartoffeln ernährte. War es das wert? Das muss der Star selbst entscheiden. Die seltsame existenzielle Reise, die Jared Leto unternahm, um sich für seine Rolle in Requiem for a Dream in die Rolle zu versetzen, hielt ihn nicht davon ab, noch anspruchsvollere und gefährlichere Schauspielrollen anzunehmen. So nahm er für seine Rolle als John Lennons Attentäter Mark David Chapman im Film Chapter 27 in kürzester Zeit satte 65 Pfund zu. Wie konnte er so schnell so viel Gewicht zulegen? Er verschlang buchstäblich zweimal am Tag literweise Häagen-Dazs-Schokoladeneis aus der Mikrowelle. Ehrlich gesagt ist es erstaunlich, dass er auf diese Weise an Gewicht zulegen konnte. Denn ein durchschnittlicher Mensch, der das tut, würde seine Kalorien regelmäßig erbrechen. Laut Digital Spy war Jared schließlich an einen Rollstuhl gefesselt, weil schon das Gehen schmerzhaft wurde. Die Erfahrung ließ ihn auch daran zweifeln, ob sein Körper jemals wieder den Zustand erreichen würde, den er vor den Dreharbeiten hatte. Gegenüber The Guardian gab der Schauspieler zu, dass er die Erfahrung letztendlich bereut. Es ist wirklich eine dumme Sache, das zu tun. Ich bekam Gicht und mein Cholesterinspiegel stieg in so kurzer Zeit so stark an, dass meine Ärzte mich auf Lipitor setzen wollten, das für viel, viel ältere Menschen gedacht ist. Aber auch das war eine faszinierende Reise. Der Star, der immer optimistisch war, sah in einer Kohle einen Diamanten. Aber hat er seine Lektion gelernt? Nicht wirklich. Wenn Jared Leto sich auf eine Idee einlässt, geht er offensichtlich aufs Ganze. Aber wenn es um die Regie geht, möchte er lieber, dass sein Publikum nicht weiß, dass er derjenige hinter der Kamera ist. Deshalb hat er sich das Pseudonym Bartholomew Cubbins zugelegt. Aber natürlich. Jared sagte in der New York Times, es ist eine meiner Lieblingsfiguren von Dr. Seuss. Ich wollte keine Ablenkungen, die damit einhergehen, meinen Namen auf ein Video zu setzen, in dem ich die Hauptrolle spiele. Leto oder Cubbins wurde ein wenig umstritten, als er einen 13-minütigen Kurzfilm für den Song Hurricane von 30 Seconds to Mars drehte, der wegen seiner sexuellen, gewalttätigen und albtraumhaften Bilder weltweit aus dem Fernsehen verbannt wurde. Nach Angaben von MTV schickten die Sender lange Listen, was zensiert werden musste, um Sendezeit zu bekommen. MTV hat das Video zwar nie offiziell verboten, aber es aus dem Programm genommen. Was war also so skandalös an dem Video? In einem Auszug, in dem der Inhalt detailliert beschrieben wird, heißt es, ein gruseliger Krüppel, der einen schwarzen Anzug und eine Ledermaske trägt und einen Vorschlaghammer in der Hand hält, stürmt in den Raum und wirft Leto aus einem 40-stöckigen Fenster auf die Straße darunter. Später erscheinen ein Rabbi, ein Priester und ein Imam und werfen ihre heiligen Bücher in ein Lagerfeuer. Cubbins ist wirklich ein Brandstifter. Jared Letos Darstellung des Jokers in Suicide Squad von 2016 war so umstritten, dass weder Warner Brothers noch die Öffentlichkeit von seiner Interpretation des berüchtigten DC-Bösewichts begeistert waren. I never thought in a million years that I would have the chance to play a role like this. Jared gibt dem Schnitt die Schuld und behauptet, der Film sei von dramatisch auf komödiantisch umgeschnitten worden. Sicher, vielleicht. Was wir wissen, ist, dass der Star seine Kollegen am Set während der Produktion terrorisierte und getreu seiner Methode nie aus der Rolle fiel. Dazu gehörte auch, dass er Margot Robbie, die Harley Quinn, die Geliebte seiner Figur spielte, einen Liebesbrief in einer schwarzen Schachtel mit einer lebenden Ratte darin schickte. Er schickte Kugeln an Will Smith und die Darsteller erhielten gebrauchte Kondome und Spielzeug für Erwachsene, sowie ein totes Schwein für ihre erste Leseprobe. Charmant. In einem Interview mit E! News erklärte Jared den Grund für seine Taten und sagte, ich habe vieles getan, um eine Dynamik zu erzeugen, ein Element der Überraschung und der Spontanität zu erschaffen und um wirklich alle Mauern einzureißen, die es vielleicht gibt. Der Joker ist jemand, der Dinge wie persönlichen Raum oder Grenzen nicht wirklich respektiert. Das ist eigentlich alles, was man über den Ablauf der Dreharbeiten wissen muss. Aber es war auf jeden Fall eine unterhaltsame Press-Tour. Am Ende sah man Jared Leto in der endgültigen Fassung von Suicide Squad etwa 10 Minuten auf der Leinwand. Erschwerend kam hinzu, dass der Star ursprünglich als Hauptcharakter vorgesehen war, was er natürlich nicht auf sich sitzen ließ, als es darum ging, den Film zu bewerben. Well, to the people who want more Joker, I say, me too. Trotz negativer Kritiken und der Tatsache, dass die Studiobosse von Jareds seltsamen Possen nicht gerade begeistert waren, war bei Warner Brothers noch immer die Rede von einem Joker und Harley Quinn Spin-Off. Doch dann beschloss Jared, noch ein paar Federn zu rupfen. Laut The Hollywood Reporter versuchte er, die Produktion des Joker-Films von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle zu stoppen, der 2019 für seine auffallend andere Interpretation des Bösewichts als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde. Dieser Streit gefährdete auch Jareds Beziehung zu seinen Vertretern bei der Creative Artists Agency. Als es dann an der Zeit war, das Spin-Off zu drehen, entschied sich das Studio für einen Film über Harley Quinn, Birds of Prey. Jared durfte kein Teil davon sein und der Joker wurde nicht einmal im Drehbuch erwähnt. Autsch. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Bald kommen noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsdinge. Abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.